Und er meinte, doch, Bruder, glaub mir, das sind Zivis. Ich erkenne die sofort, wie die gucken, wie die sich benehmen. Ja, ist das Hardrock-Café, ne? Ja. Jo. Ja. Kumpel hat mir das gerade erzählt. Also wir saßen zusammen und haben die so ein bisschen über alte Zeiten gesprochen. Ich weiß nicht mal, ob ich das online stelle, aber mal gucken. Ich glaube aber hier, ab hier machen wir mal ruhig, ne? Bruder, glaub mir, das sind Zivis. Ich erkenne die sofort, wie die gucken, wie die sich benehmen, was sie machen. Und die alle so, nein, das sind keine Zivis, bla bla bla. Dann sind die auf Klo gegangen, um zu pinkeln. Und die sind hinterhergegangen und mein Kumpel meinte, Digga, das sind Zivis, Alter, 100 pro, guck mal, die kommen sogar mit auf Toilette. Alle haben das nicht geglaubt. Am Ende gab es eine Gerichtsverhandlung und dann hat sich das herausgestellt, dass das wirklich Zivis waren. Okay, und was haben die vorgeworfen? Die haben so verschiedene Sachen. Sachen, die nicht ohne sind, aber... Okay. Sag ich jetzt hier nicht, kann ich dir später sagen, aber jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall ist alles gut gegangen, aber die haben damals haben die das nicht geglaubt und am Ende saßen, also die waren die Aussagen, ne, von den Zivis, die haben alles protokolliert, wo die gefahren sind, mit welchen Autos die gefahren sind, wohin sie gefahren sind, was sie an dem Abend noch so alles getrieben haben. Die haben sogar Scheiße gebaut. Die hatten sogar, die waren nicht ganz nüchtern, als sie nach Hause gefahren sind mit dem Auto. Und trotzdem haben sie fahren lassen, ne? Damit sie nicht auffliegen. Die haben gesehen, dass sie so leicht angetrunken ins Auto gestiegen sind. So nach 2, 3 Bier, weiß ich nicht. Und haben trotzdem das durchgehen lassen, ne? Nur um nicht aufzufallen. Okay. Ja, also da muss man schon, glaube ich, Auge für haben für sowas, ey. Und das ist ja auch völlig paranoid, wenn du die ganze Zeit nur unterwegs bist, denkst du so, okay, wer könnte Zivi sein, ne? Ja. Soll ich dir den Pfaff... Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, Digga, wenn ich das erzähle. Aber ich weiß... Ich weiß, wie man die erkennt. Frag mich nicht, woher. Einmal haben die in der Mittelkonsole eine Halterung für die alten Nokia-Handys, so mäßig, so alte Handyhalterung. Im Auto jetzt, okay. Ja, ja, im Auto, genau. Im Auto. Ja gut, dann siehst du das natürlich nur, wenn die dann irgendwo stehen und du gerade im Auto vorbei gehst, ne? Einmal haben die so eine alte Halterung. Entweder für Funk oder so alte Handys. Mit Ladefunktion. Siehst du auch immer so ein Kabel, also ich kenne das. So ein immer bestimmtes Ding. Und am Kennzeichenhalter. Am Kennzeichenhalter, der sieht auch anders aus. Das ist so ein Schnellding. Zum schnellen Wechseln. Okay. Ja, weiß nicht, wollen wir wieder zurück hier? warum? Ja, ich weiß nicht, wo wir längst wollen. Ich bin verwirrt. Wollen wir an die Palme aus Plastik? Die sind doch hier irgendwo, ne? Du hast ja einen Rucksack, ne? Ja. Ja, Mann. Wollen wir uns was zu essen holen und dann fahren wir an die Palme aus Plastik? Ja. Palme aus Plastik. Oh. Dreh rund mit meinem Roller. Oder da. Dreh rund mit dem Roller! Der ist zu heftig. Der ist heftig. Im Jethelm sieht man immer richtig heftig aus. immer so brutal, wenn jemand bei mir ankommen würde und würde sagen, Digga, Bruder, weißt du, wer ich bin? Und der Jethelm. Ja, okay, es gibt doch einige, Digga, so eine Riesentypen, Alter. Bohle zum Einkaufspreis. Die sehen auch heftig im Jethelm aus. Ja, die können fragen, was sie wollen. Ja, Mann. Oder wie Björn Haftor, wie heißt der? Hat einen neuen Rekord, 501 Kilo Kreuzheben. Okay. Auf Satz. Nein, ich weiß. Okay.
großartig. Ich guck mir sowas nicht an. Ich guck mir immer nur an, wenn die Leute irgendwas heben und dann dabei ohnmächtig werden. Ja, Schadenfreude. Ich finde das einfach immer krass, Mann. Scheiße, einmal hätten wir auch fahren können, Digi. Ich fick doch meine Kupplung hier mit diesem Gas geben, ey. Wie heißt nun mal hier der Hamburger Rapper, aber er macht nicht mehr Musik. Nate 57, ne? Hieß er Nate 57? Ja, der hat ganz geile Lieder gehabt, Alter. Richtig geilen Stil. Das eine Album von ihm habe ich richtig gefeiert, ey. Das fand ich echt geil. Nate 57, glaube ich, hieß er. Weiß ich gar nicht. Da komm, lass Händchen halten, ey. Ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren. Oder ich halte mit ihr Händchen. Warte, lass mal Händchen halten. Du kannst dir ein bisschen helfen, dass sie einfach hat. Anschieben von hinten, ne? Immer so gegenstoßen gegen den Reifen. So, wo. Fahr mal vor, wo du Dinner kaufen willst. Willst du auf dem Kiez jetzt? Ja, Hauptsache wir kriegen irgendwo. Oder ich will einen Dürren haben, glaube ich. Ja, okay, dann pass auf, wir nehmen noch die geile Kurve hier, lass mal filtern. Ich filter links, filter mal Mitte. Und dann nehmen wir noch die coole Kurve hier mit und dann fahren wir dann gleich direkt. Okay, die geile Kurve. Ah, komm, lass hier links Keule. Jetzt bin ich rechts gefahren. Oh, okay, ich fahr auch rechts, Digga. Aber die ist geil, wenn die komplett frei wäre, die kannst du hier mit 150 durchfahren. Herrlich, Digga, herrlich! Ja, ist echt schön. Oh, der Duft von Marihuana! Hier an der Treppe verkaufen die ja immer. Aber richtig hart. Hafenstraße ist eine der geilsten Pflaster, Alter. Digga, wer kauft da bitte sein Gras? Wer kauft überhaupt Gras? Aber wer kauft da sein Gras? Hast du Innenfutter oder warum ist jetzt zu warm? Keule, was machst du denn, wenn es richtig 30 Grad ist? Badehose, Mann. Ja. Da darf man einfach nicht durch die Stadt fahren. Ich wollte mir noch andere Klamotten kaufen. Jeans. Ja, meine geht langsam auch echt den Bach runter, Mann. Demnächst wird man eine neue fällig. Die hat schon mal ordentlich Kilometer gerissen, meine Jeans. Die Schweine haben aber auch richtig die Preise angezogen. Ich habe die noch für 70 Euro gekauft oder so. Digga, jetzt zahlst du 120 dafür. Was? Schweine. 120 für eine Jeans. Ja, ist echt teuer. Digga, ist das True Religion oder was? Hast du da Protektoren in dem Knie? Ja. Und wo noch? Hier und hier. Hüfte noch. Hier, genau, hier irgendwo. Deswegen hast du so einen dicken Arsch. Da. Ehrlich, hab ich dicken Arsch? Mach keinen Scheiß. Alter. Digga, das ist wieder hier wie Rodeo-Reiten mit der Maschine. Wenn sie Gas gibt und auf einmal zieht. Digga, jetzt mache ich mir echt Gedanken, ob ich einen dicken Arsch hab, Mann. Nein. Mach doch mal Spaß. Wohin wieder hier? Was ist da los? Keine Ahnung, Schlägerei. Fahren wir hier links. So, wir laufen jetzt erstmal hier auf dem Kiez rum, parken hier die Maschine irgendwo. Wollen wir hier parken und dann gehen wir zu Fuß irgendwo hin, oder was? Hier jetzt parken, oder was? Ja, ich park hier.
Nein, hier rechts. Aber da ist ein Dönerladen, was ist das für ein... Nee, bei der Polizei möchte ich nicht fahren. Hier rechts. Du fährst wie ein Besoffener. Digga, ist das alles für Taxi? Aber hier ist Döner. Machen wir so. Okay. Hier sind überall Glasdinger, Digga. Also, ich film dich. Aber genau da ist ein Glasstück. Er macht es so sanft. Machst du es immer sanft? Nee. Hier muss man ja alles mitnehmen, ne?